Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich spiele wieder Valheim mit Darko zusammen. Und heute wollen wir uns ein paar Schweinchen-Themen geben. Dazu brauchen wir allerdings auch noch das passende Gehege. Ich entmute mich und ja, mal schauen. So, Darko. Das Gehege, wo machen wir das hin? Ich würde sagen, hier. Was ich auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe. Wir locken die Wildschweine da rein, dann sind sie aber sauer auf uns. Wir können die ja nicht tamen, wenn die sauer auf uns sind. Und wenn wir einfach weggehen, doch, machen die uns ja wieder alles auseinander. Also es stand da, halt anschleichen und hinwerfen. Wir können es mal probieren, ohne die einzusperren. Vielleicht kriegt man das ja irgendwie hin, dass die uns dann folgen. Oder nicht. Das ja, überlassen wir dem Zufall. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein kleines Gehege gebaut. Das kann man ja zum Glück immer noch erweitern. Ich könnte gerne öffnen mal. Ich komme jetzt gleich mit raus hier. Du hast ja die Pelze. Ja. Wo bist du denn gerade? Ich habe hier bei mir auf jeden Fall eine Wildsau. Die ist sehr nah an der Base. Wo bist du? Ich habe hier auch eine, aber die ist sauer auch nicht. Dann töten, dann bringt das nichts. Okay. Ich bin auf der anderen Seite der Base. Also beim oberen Tor jetzt. Ich laufe aber einfach an der Seite jetzt vorbei. Warte mal. Hä? Du bist doch an der, wenn du aus dem Haus rauskommst, rechts rausgegangen, weil das Tor offen stand. Ja. Heißt aber nicht, dass ich in die Richtung weiter bin. Ich bin einmal. Dann muss das Tor aber wieder zumachen. Und ich hab's übrigens zugemacht. Nee, das war offen. Ich hab Videobeweis. Hier. Ich hab dich schon gesehen. Direkt vor mir ist die Wildsau. Wie nah kann ich denn ran? Keine Ahnung. Du hast ja ein Auge über dem Fadenkreuz. Werf einfach mal hin. Vielleicht kommt's ja zurück. Ja, da kommt's. Komm, geh hin. Ja, geh hin. Braves Schwein. Ein Herz. Noch ein Herz. Noch ein Herz. Ich glaube aber, das dauert ein bisschen länger, oder? Ja. Ich sehe bloß, dass die irgendwas Gelbes über dem Kopf immer hat. Ja, das sind Herzen. Ja, ich erkenne das nicht so. Aber die geht wieder zu den Pilzen. Ne? Jetzt steht sie. Wow, schleichen 7. Ich teste es jetzt einfach mal. Nee. Hi Darko! Nee, werf einfach mal. Boah, hättest du die Pilze mal liegen gelassen. Das Viech ist sauer auf dich. Also kurz gesagt, das braucht ein bisschen länger, Ike. Dann werden wir sie wohl doch reinlocken müssen zu uns. Dass die dort eingesperrt sind. Weil dann können die dort drinnen von mir aus Rambule machen. Und sich satt fressen, während wir was anderes machen nebenbei.
Sag Bescheid, wenn du soweit bist, dann hole ich eins. Du kannst rein, das Gitter drinnen ist fertig. Das ist eine ganze Horde, wo wir gerade waren. Hä? Das sind 3 Stück. Warte, was? Ja, die eine folgt mir gerade. Ne, jetzt rennt sie weg. Kommt zurück, komm. Komm. Gut, 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 gut. Brave Schweinchen, komm. Ich lass mich sogar einmal anknabbern von dir. Ey, hier rein, hier rein. Komm. Schwein ist gefangen. Ehrlich gesagt, ich komme gerade mit 2 weiter. Wow. Das war aber... Ja, komm einfach. Ja, ist egal, bring sie einfach mit. Weil die hier drinnen rastet gerade aus und greift den Zaun an. Kommt rein hier. Genau. So, werf hin die Pilze. Wir haben 2 drinnen. Die wollen da nicht reingehen. Warte, ich muss mich hätten lassen. Ja, sie machen nicht viel Damage. Und wir müssen jetzt einfach weg, glaube ich. Wir sind sonst die ganze Zeit nur Aggro auf uns. Ist noch kaputt, kaputt, kaputt. Ich sehe da schon eins mit Herzchen aufsteigen. Da läuft eins draußen rum. Hä, wie ist denn das da rausgekommen? Ist es, glaube ich, nicht weiter drin, liegt Fleisch, das ist tot, was da drin war. Ah, nee, das sind die Pilze. Das ist irgendwie rausgeglitscht. So ein Arschloch. Ja, wir kriegen ja dann eine Meldung, wenn es getamed ist. Stimmt. Dann werde ich jetzt hier draußen trotzdem noch mal ein bisschen bauen, weil ich will ja hier endlich mal Karotten anpflanzen. Der wird ja super funktionieren. Darko, du kannst auch gern dein Glück versuchen. Warum? Wenn ich sowieso weiß, dass irgendeine Sache wieder kommt, die wir vergessen haben, woran es dann scheitert. Ich schaue erstmal vorher, woran es liegt, dass es gescheitert ist. Hab einen Fisch. Der war bestimmt schon tot. Leider. Ja. Ich würde erstmal schauen, woran er gestorben ist. Ist mir egal, solange es funktioniert. Tote Fische essen. Die du irgendwo aufgesammelt hast. Ich weiß ja nicht, ob das so lecker ist. Das Problem habe ich in. Problem habe ich in echt eh nicht, weil ich keine Fische esse. Boah, Fisch ist also lecker. Nö, generell keine Meerestiere, keine sonstigen Sachen aus dem Meer. Dann lebst du einfach nicht richtig. Fisch ist lecker, genauso wie Sushi und boah, alles halt.
Wir haben 80 Karottensamen. Ich nehme einfach mal die Hälfte mit hier. Mag lecker sein, aber es ist einfach so eine Art der Lebenseinstellung. Ja, aber du isst ja auch Rind und Schwein und alles. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Ich muss ja nicht alles essen. Da habe ich mir die Leute, die sagen, ja, ich esse kein Rind und kein Schwein, also kein Fleisch essen, essen ja Fisch. Das dürfen sie. Also Vegetarier dürfen Fisch essen. Und bei mir ist es halt, ich esse Fleisch, weil ich es einfach liebe und darauf nicht verzichten kann und möchte, aber dafür halt kein Fisch. Also wer auf Fleisch verzichten kann, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Fleisch brauchst du schon alleine für den Muskelaufbau. Gibt's alles heute in Tablettenform. Da geht's ja nicht darum, dass man es nicht kann, sondern um die Einstellung, warum man das macht. Ja, aber trotzdem, also, nee. Ich habe immer noch Karottensamen. Okay. Kann sein, dass das Nacht wird? Ja. Okay, das waren alle Karottensamen. Also ich werde bereit, mich hinzulegen. Ja, ich bin nicht zu Hause. Wow. Ich komme jetzt schon. Ich habe hier gerade so eine Hütte abgerissen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt mit dem mit der roten Beete und den Karotten. Schlecht wär's nicht. Für was wären die eigentlich ein Essensersatz dann? Pilze oder für Bären? Vegetarisch, ja. Also für Pilze. Weil Karotten und Beete ist ja Gemüse. Warum war die Treppe hier draußen schon wieder kaputt? Die habe ich doch erst repariert gehabt. Darko macht immer alles kaputt. Immer wenn er ins Haus ja, reingeht. Als wäre ich so schwer. Ja. Ich glaube, das Schwein ist ready. Also ich habe noch keine Meldung. Ich habe noch keine Meldung gekriegt gehabt gerade eben tatsächlich. Andere Frage, kriegst du die überhaupt, weil ich es erzähle? Ich denke mal schon. Also es frisst noch und hat bei mir nur gelbe Herzen. Wir lassen's mal. So, wie sieht's in meinem Feld aus? Ich habe eine Nacht gewartet. Gesund, benötigt mehr Platz zum Wachsen. Okay. Ah, okay, deswegen sind die vielleicht eingegangen. Karotten sind alle gesund, außer ich glaube, da einer da hinten. Ne, ist auch gesund. Das war die 8. Hast du da hinten links in die Ecke einen Hammer geworfen? Der liegt schon seit weiß ich nicht was wie lange dort. Ja, gut. Der despawnt nur einfach nicht. Die Steine und alles andere despawnt, das Zeug nicht.
So, dann werde ich mal jetzt da hinten in der einen Ecke Platz schaffen für unsere Bäume, weil die werden wir nicht in der Base machen. Das ist mir zu gefährlich. Problem, wo soll ich Hirschfell hin tun, wenn die Kiste voll ist? Das ist eine sehr gute Frage, Dago. Die kann ich dir beantworten und zwar schmeiß weg. Den brauchen wir einfach nicht, wenn wir drei Stacks haben. Ich denke mal, das reicht erst einmal aus. Du kannst wieder kochen. Wir haben über 5 Stacks Fleisch. Also die Fleischkiste ist voll. Ich muss jetzt hier selber gerade erst mal gucken. Hier sollen ja die Bäume hin. Das kann doch eigentlich alles so kacke schräg bleiben. Ich muss es ja nur kultivieren, damit ich ungefähr weiß, wo es hinkommt. Das mit der Ausdauer. Letzte Frage, wo kann man Kisten herstellen? Mit einem Hammer bei Möbel. Da liegen übrigens zwei Bauhammer. Ja, Dako, wenn ich gestorben bin und ich musste unterwegs vielleicht eine Werkbank bauen, habe ich mir immer wieder einen neuen Hammer hergestellt, aber die habe ich dann weggeschmissen, weil brauche ich ja dann nicht mehr. Ja doch, fürs nächste Mal vielleicht, wo du ihn wieder verletzt. Dann stelle ich mir wieder einen neuen her. Also so viel Bauressourcen findet man unterwegs dann schon. Es ist ja sparsamer. Ich habe auch keinen Bock, dass meine Kisten dann oder die Kisten komplett voll sind mit dem Scheiß. Das seht ihr nicht, wenn du immer denselben Hammer verwendest. Oder die, wenn du es abwechselst, alle drei, vier. Nee, weil meiner ist jetzt schon auf höchste Stufe, also Stufe 3 gelevelt. Der hat mehr Haltbarkeit. Warum sollte ich mir dann noch einen nehmen, der nach 5, 6 Mal bauen kaputt geht? Weil es ja nur darum geht, die Hammer zu verwenden, wie du ihn meintest, wenn du gestorben bist, bis du deinen alten Hammer wieder hast. Mittlerweile nehme ich den Hammer ja nur noch sehr selten mit. Okay, die Dings ist kaputt. Hier sind ganz viele Steine, die man eigentlich wegmachen müsste. Kann ich eigentlich gleich mal machen, dann kann ich das Loch wieder auffüllen. Die 5. Warum muss es jetzt stürmen? Hä? Ich bin im Dunkelwald. Ach so. War das? Ja, und ich brauche Holz.
Ich war das nicht. Die werden eh neu nachgepflanzt. haben wir jetzt immer die 7. Die 6. So. Wieder ein bisschen Holz. Bleibst du stehen? Ja, du Arschloch, ich seh dich. One hit. Okay, also man erkennt das Gebiet, wo unsere Baumfarm hinkommt. Das, die Erde ist da richtig schön dunkel. Dann werde ich da noch gleich mal ein paar... Hey, musst du das für die Bäume... Nö, aber das ist schön markiert jetzt, damit wir ungefähr wissen, bis wohin wir die Bäume setzen können. Okay. Weil die Kiefern und Fichten sind ja doch ziemlich groß. Achso, weil du meinst, dass die wieder auf deinem Haus fallen. Nö, das sind weit genug weg jetzt. Aber da sieht man auch, wo die Saplinge angepflanzt sind. Vor allem ich. Normalerweise sieht man ja spätestens, wenn man es abbaut, dieses den Namen Stein oder Kupfererz oder so. Ich sehe gar nichts. Du musst es nicht mal abbauen. Einfach nur mit einem Fadenkreuz drauf. Das reicht schon aus, dann wird dir schon angezeigt, was es ist. Nö. Wenn nicht, dann ist es ganz normaler Stein. Okay, es ist nur bei Kupfer vollkommen, also. Nummer 8. Hier noch ein bisschen. Dann gehen wir hier noch mal bis ganz runter. Und hier drüben muss ich noch mal. Dann kann ich jetzt hier Kiefersprössling. Abstand. Dann hier Fichte.
Ich merke schon, dass das mit der Bronze-Picke auf jeden Fall schneller geht. Boah. So, so. Wie viel habe ich noch? 7. Okay, da waren sie leer. Dann machen wir jetzt hiervon noch ein paar. Wenn ich Ausdauer hätte. Idiotensicherer Schild. Echt, das gibt's bei mir nicht. Was mit dieser Ausdauer? Von Grund auf ist die Ausdauer echt nett gemacht, abgesehen halt, wenn man kämpfen will. Ja. Dann geht sie schnell runter. Aber gut, so beim Fahren habe ich keine Probleme. Im echten Leben ist es ja auch so, wenn du dich zu sehr überanstrengst, hast du ja auch keine Kraft und Ausdauer mehr. Ja, ich meine es nur, weil du dich gerade schon wieder über die Ausdauer aufregst. Es kann, also jetzt beim Anpflanzen, dass da Ausdauer flöten geht, ist doch schon irgendwo nervig. Oh, hier liegt doch ein Holzstamm. Ich frag mich aber, warum die Birken keine Saplinge droppen. Das ist scheiße irgendwie. Uh-oh. Na, ich sag nochmal, schönen Tag auch, ich bin weg. Aber ich hab jetzt keinen Bock mehr. So. Was kommt da so ein großes blaues Etwas dir entgegen? Mit einer Keule. Ja, und? Pfeile, hab ich keine Lust für ohne Waffe. Pfeile drauf und fertig. Das Schweinchen ist weg. Was? Hier liegen Pilze drinne. 30 Stück und das Schwein ist weg. Das ist gerade scheiße. Und hier oben liegt Fleisch und Lederschnips. Das Vieh ist ausgebüxt. Da müssen wir uns mal schlau lesen, wie das genau geht und gemacht wird am besten. Ne? Nicht, dass wir uns hier dumm und dämlich tamen. Leg die Pilze erstmal wieder hier rein. Ist das fertig? Jo, das hole ich aber gleich raus. Wie viel? 28 Minuten. Ich beende kurz die Folge. So, ja. Das mit dem Schweinchen-Tame hat dann doch nicht so ganz geklappt, wie wir es uns erhofft haben. Aber wir versuchen es weiter. Und ja, mal schauen, was uns noch so alles erwartet. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.